Die Sammlung Hahn ist eine Sammlung, die sich auf die 60er und 70er Jahre konzentriert, aber sich vom Traditionellen in jeder Hinsicht entfernt, indem sie Malerei und Skulptur in ihrer klassischen Definition hinter sich lässt und die Grenzen überwindet und schaut, was ist die Kunst, wenn sie sozusagen nicht in diesen strengen Kategorien ist. Für den Wolfgang Hahn war sehr wichtig Performance, Happening. Er hat sich sozusagen die Aufbruchsstimmung der 60er Jahre voll hineingelassen und ist den Dingen nachgegangen und hat geschaut, wo geht die neue Kunst hin? Wo ist das Neue zu finden? Wir stehen hier vor zwei Hauptwerken. Das eine ist Hahns Abendmahl von Daniel Spörri und auf der anderen Seite George Siegel, Woman in a Restaurant Booth, auch ein Highlight der Momok-Sammlung. Er sammelt bis 68 und ist sozusagen ständig um seine Sammlung, die er in seinem Haus, das muss man sich vorstellen, als eher kleines Haus in einer Kölner Vorstadt, in Lindenthal. Da hat er alles nebeneinander, also er sammelt, er restauriert natürlich auch ein bisschen, aber er lebt vor allem mit seiner Familie und seiner Kunst. Im Rheinland gibt es ab 1959 die interessantesten Veranstaltungen. Er sieht sich da also durchaus als Zeitgenosse, der alles aufnimmt. Er schreibt sehr viel auf. Er hat viele Karteikarten angelegt, wo er ganz genau ihm dazu schreibt, was er dazu meint. Er stößt dann vieles ab. Das ist überhaupt ein Kennzeichen der Sammlung, dass die Sammlung sich dauernd ändert. Das liegt auch daran, dass er nicht so viele Mittel hat. Also er muss abstoßen oft, wenn er was anderes kauft. Er ist ja auch eigentlich der erste Pop-Art-Sammler Deutschlands. Die Sammlung Hahn kommt 1978 ans MOMOG. Man wundert sich heute, wie schnell dieser Kauf abgeschlossen worden ist. Und die Sammlung kommt dann her und es ist ein Mordsprotest, ist alles Schrott und Müll. Und der Kaufpreis von 2 Millionen D-Mark wird sehr hinterfragt, aber aus heutiger Sicht natürlich, als würde man das Ganze als wunderbaren Ankauf ansehen.